Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von Simotrans. Ja, wir sind damit beschäftigt, zu schauen, wie hier, glaube ich, die Kohle hinkommt, ne? Da ist nämlich jetzt fast nichts mehr. Die ist jetzt alle. So, und die Kohle muss halt vom Kohlekraftwerk, von der Kohlemine-Zeche hier nach da. Ist die Frage, wer fährt da wie hin? So, der Zug schon mal nicht. Hier ist gerade keiner auf Truhe. Hier gibt's einen. Gehen wir ein bisschen näher ran. Der war der richtige. Maschinenstahl, Schrott. Das heißt, der fährt von hier nach da. Müssen wir nochmal zumachen. So, nochmal den Fahrplan, Bedienmaschine. So, da kann ich sehen und der fährt weiter, ne? Also der fährt von da nach da. Weiß jetzt gar nicht, warum er dahin fährt. Und dann nach da. Ist klar. Rote Linie ist bekannt. Was nimmt denn der für ein Schüttgut hier auf, der Baumarkt? Ne, das war das Falsche. Nicht der Bahnhof, obwohl, der kommt gerade vorbei. Dann würde ich das ja sehen, was er abliefert, oder? Ja, habe ich nichts gesehen. Betonfertigteile, Zement, Maschinen. Das sind Paletten, Paletten, Paletten. Der braucht hier gar nicht eigentlich anhalten, oder wie sehe ich das? Ist ja voll der Blödsinn dann. Das ist voll der Blödsinn, dass er diese Linie fährt, oder? Ist denn auf der Linie? Ist nur der. Linie ändern. Das ist jetzt Hardex im Baustoffhandel. Können wir dann da rauslöschen, ne? So. Der kommt jetzt da an. Und lädt das da ab. 66 Tonnen hat er da abgeliefert, oder was war das? 44 kann auch sein. Okay, der hat jetzt die Kohle gerade mal dahin gebracht. So. Der fährt jetzt mit dem Schrott nach da hinten hin. Wer hält denn hier an? Nur ein Stück gut. Der kommt auch gerade da weg. Und wer ist der zweite, der unterwegs ist? Da fährt nämlich gerade einer rein. Ne, der fährt durch. Ach, der holt den Stahl. Der holt den Stahl da weg. Ist das richtig? Ja, klar. Gut, das ist auch geklärt, die Stückgutgeschichte. Mehr braucht auch nicht anhalten zurzeit. Der wartet auf den und der andere fährt durch. Passt. Der kommt und wartet. Ne, der darf durchfahren, dann wartet er da kurz davor. So, jetzt ist die Frage, wer hält hier an? Ja, reichlich Linie, ne? Stahlwerk, Schrott, Maschinenfabrik. Na, dann müssen wir mal gucken, welches Stahlwerk das ist. Ich glaube, das ist das untere, wenn. Altenau Maschinenfabrik ist hier. Und Stahlwerk ist da. Okay, das wäre jetzt die Linie, die da oben schon steht, die da Stahlwerk Schrott. Ja, ach so, Schrott ist es, bringt es von da nach da, alles klar. Würde passen. Also der wird direkt versorgt, wie mit zwei Zügen sogar. Und es ist auch alles vorhanden, funktioniert also. Gut. Der bringt aber nicht nur den Schrott eigentlich darüber, sondern wahrscheinlich auch die Kohle dann, ne? Weil das ist ja Schüttgut. Ja, da müssten wir nochmal gerade in die Strecke rein.
Sieht zwar jetzt nur so nach Schrott aus. Ist aber auch nur Schrott, oder was? Ja, beide haben Schrott geladen. Gut. Nicht schlimm. Läuft. So. Dann ist die Kohle noch gefragt. Da ist ja ein Kohlezug drin. Der wartet auf irgendwas. Wo geht denn die Reise mit Kohleerz hin? Hier geht es um... Kohlemine ist hier. Fährt dann zum Kohlekraftwerk. Passt. Und dann dritter. Achso, das ist da beim Erz, ne? Nimmt das auf Rückweg das Eisenerz mit und bringt das wohin? Dahin. Macht eigentlich wenigstens, doch macht Sinn, können wir so lassen. Weil da wird ja wiederum die Kohle dann hin und her gefahren, ne? So, das bedeutet, das macht noch Sinn, aber hier, ne, ist dann noch ein Problem. Schrott ist richtig. Der Stahl muss weggebracht werden, ist auch richtig. Kohle, Stahlwerk, West. Das ist die Kohle, die direkt angeliefert wird. Noch hier hin. Tja. Erz Hardexen. Das ist von da, wird das Erz direkt dahin gebracht. Das wäre auch richtig. Eisenerz, Kohle, Schrott, alles ist genug da, also um das brauchen wir uns wirklich nicht kümmern. Die Geschichte läuft eigentlich. Jetzt müssen wir nur mal gerade gucken, wie das da aussieht. Was liegt denn hier noch? Hier liegt doch noch ganz viel Kohle. Für das Altenauer Stahlwerk, die 3589 müssen noch dahin. Wer weiß, wo das lang fährt, ne? Der fährt jetzt da rein. Das ist schon der Zug. Der hat aber nichts geladen, der fährt aber auch woanders jetzt wahrscheinlich hin. Der kommt gerade an. Der hat Schrott geladen. Da müssen wir mal gucken, weiß ich jetzt auch nicht. Sieht eigentlich so aus, als ob alles passt und nur hier die Kohle zu viel liegen bleibt, ne? Der da jetzt drinne steht, für wen ist der gedacht? Tonnenkohle, Altenau, Stahlwerk. Ja, das ist der Kohlezug, der jetzt nicht fährt, ne? Kohle, Stahlwerk, West. Fährt von da nach da. Ja, den lass dann stehen. Gut, würde also erstmal so funktionieren. Jetzt ist, wie gesagt, hier nur das Problem, dass hier zu wenig Kohle drin war. Das heißt, wir müssen da schon steigern mit der Kohle. Dieser Zug bringt was wohin? Der bringt das nach Hardexen, ein altes Kohlekraftwerk. Das ist jetzt nicht, was wir brauchen. Was macht er hier? Den Schrott von der Maschinenfabrik hier zum Stahlwerk. Wo war denn das Stahlwerk? Das ist das untere, ja, ne? Ja, also auch erledigt. Komm, dann springen wir gerade darüber. Ja, das würde bedeuten, wir brauchen noch einen Kohlezug, ne? So, dann nehmen wir mal eine Lok. Und Waggons. Haben wir hier gerade Kohle rein. Nicht, dass es da was Neues gibt, gibt's aber nicht. Und den Fahrplan. Kohleerz.
Hey, was ist denn das jetzt, ne? Schrott? Nee, auch nicht. Kohle Süd. Kohle Süd ist es, nee, Kohle Erz. Granulat. Wenn ich das jetzt mal wüsste, aber wir machen das ganz einfach so, dass wir erstmal einen Fahrplan machen. Von dort. Nach dort. Das erste 100% laden. Das ist eine neue Linie. Kohle ist das. Zeche nach Stahlwerk. Ja, eigentlich ist das im Osten, ne? Dann machen wir das doch, nehmen wir das doch Ost. Dann wissen wir, wo das ist. Und starten den einfach. Jetzt hat er das nicht umbenannt, ne? Ist auch wieder klar. Kohle. Zeche nach Stahlwerk Ost. So, und starten. Bin schon weg. Na, hat das ja gut geklappt, ne? Ja, passt sogar. Die andere gibt es auch nicht. No. Dann bin ich ja zufrieden. Ne? Zug läuft auf jeden Fall. Läuft oder fährt. Und fährt da unten auch hin. So ist dann nur die Frage. Jetzt ist hier 0. Wie lange braucht das? Jetzt haben wir 44 Tonnen Kohle bekommen. Da kommt der Stahl. Und da kommt der nächste. Und das war jetzt ganz viel Kohle. Das sollte jetzt dann sogar reichen. Ja, dann funktioniert das. Jetzt ist nur die nächste Geschichte. Wann läuft der voll? Und da oben kann keiner mehr hin. Allerdings ist die Frage eigentlich unberechtigt, wenn wir... Ach nee, da ist ja noch eine dritte Geschichte. Die dritte Geschichte ist das Kohlekraftwerk. Das würde bedeuten, wir müssen hier noch einen Bahnsteig haben. Bei 2 wäre ja alles gut gewesen, ne? Aber bei 3 dann eher nicht. Aber dann bauen wir gerade noch ein Dingens hin. So, sollte funktionieren. Gut. So. Was haben wir denn hier so? Adelsen und Altenau. Da wohnt nirgendwo einer, aber es wäre schön, vielleicht auch diese Städte auszubauen, ne? Da ist der Baumarkt, der hat ja auch was mit Dingen zu bearbeiten. Adelsen und Altenau. Die könnten auch eine Bushaltestelle vertragen, die haben auch ein paar Arbeiter. Und die könnten ja dann auch was gebrauchen, ne? Also hier will ich jetzt in der Nähe nichts bauen, aber wir könnten das zum Beispiel hier hinbauen, oder? Dann bauen wir doch mal ein Depot hin. Und das. Dann brauchen wir noch ein paar Bushaltestellen. Einfache Haltestelle. Frühe Version. Wenn wir es da hinbauen, dann haben wir schon fast alles noch. Geht's am Ende? Es geht am Ende. Das würde bedeuten da, dann wäre es da, was nicht geht. Das war das V, ne? Genau. Der Bahnhof ist ja da mal irgendwann abgedeckt, ne? Da geht nicht, machen wir es da hin und fertig. Und hier unten.
könnte ich jetzt hier abdecken für dich. Komm, oder? Was dahin bauen? Oder dahin? Das wäre gleichzeitig ein Umsteiger, ne? Ich glaube, ich baue das mit dem Umsteiger gleich hier hin. So. Passt. So, dann müssen wir nur den Bus haben, der da hin und her fährt. Gut, da sind mehrere. 2,37, 2,88, 3,71. 73 Cent. Also Postbus, okay. 3,71 Kilometer. 2,88. Welchen sollte man denn da nehmen? 82, 50 km. Ne, dann nehme ich den 82er. Insgesamt gesehen billiger, ne? So, Fahrplan. Da geht's los. Da geht's hin. Kommt vorbei. Und fährt dahin. Und dann geht's wieder los. Würde ich sagen, ne? Eine neue Linie und nennen wir Altenau Hardexen. Fertig. Passt. Und dann starten wir den. Da kommt er raus und wir haben schon geschnappt. Okay, da konnte jetzt keiner einsteigen, so schnell wie das ist. Ja, dann fährt der da schon mal durch die Gegend. Und ja, würde ich sagen, beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, sicherlich. Aber auf der anderen Seite gehen wir von Wasser, wo die Klosterbrauerei ist, und schauen da nochmal nach, wie es da aussieht. Gut, dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.